Hallo? Wenn ihr wüsstet, mein Fenster ist gerade auf. Draußen ist ganz viel Schnee und kalte Luft. Und bei mir ist warm, ich habe nicht mal die Heizung an. So, ich war den halben Tag echt draußen im Schnee und habe gespielt. Und fühle mich richtig klasse. So, ich hoffe, bei vielen von euch ist das auch so die Stimmung, dieses sich klasse fühlen, aus welchem Grund auch immer. Bei mir ist es gerade der Schnee. Ich bin total geflasht mit Morgan. Die hat zum ersten Mal richtig Schnee erlebt. Letztes Jahr hatten wir nur so ein bisschen Pflaumen auf dem Gras, das sie auch schon genossen hat. Aber jetzt haben wir so richtig tiefen Schnee und sie ist happy. Ich auch. Ja? So, was macht uns happy? Manchmal ein Hund, der happy ist, der im Schnee spielt. Warum nicht? So, ich wollte nur ganz kurz vorbeischauen, weil ich weiß nicht, ob ihr wisst, ich mache demnächst wieder die Rauhnächte. Das heißt, in den Rauhnächten ziehen wir Karten. Wir ziehen Karten für das kommende Jahr. Wir kreieren unsere Zukunft mit den Karten. Und jemand hat mich gefragt, hey, wie passt das überhaupt zusammen? Wenn du immer wieder sagst, wir alle kreieren unsere Realität nach unseren Vorstellungen, wie kann man dann überhaupt sowas machen wie Karten ziehen? Ja, warum nicht? Das Ding ist ja nur, ich kann doch alles genießen, was Freude macht und muss es nicht signifikant machen. Ja, so das mit dem Kartenziehen, das ist was mir echt Spaß macht. Ich habe das, mache das ewig schon. Und ich hab Zeiten gehabt, wo ich das echt signifikant gemacht habe, wo ich so dieses, ich habe ein Problem, ich ziehe eine Karte und dann schaue ich, was die Karte mir sagt und danach richte ich mich dann. Aber ich habe dann ziemlich schnell erfahren, dass das Bullshit ist, weil es kommt so darauf an, in welchem Bewusstseinszustand du bist, wenn du eine Karte ziehst. Für mich sind die Karten mittlerweile einfach nur ein Werkzeug, um Zugang zu dem zu haben, was ich ohnehin weiß. Und wenn ihr mal überlegt, wie viele Leute kennt ihr, die zu Kartenlegern gegangen sind und sich dann danach gerichtet haben und alles ist irgendwie ganz furchtbar geworden. Ja? Für mich sind Karten, also diese Karten, die man ziehen kann, wunderbare Decks gibt es da, wie eine Inspiration, wie ein einfaches Werkzeug, um zu mir zu kommen, zu dem, was ich weiß. Und die Karten für mich reagieren immer nur auf meine Energie. So, ich sage euch mal ein Beispiel. Ich war vor ein paar Jahren mit jemandem zusammen, von dem ich mich dann getrennt habe. Also es war eine ziemlich harte Trennung, zumindest für ihn. Und am letzten Abend haben wir zusammen die Karten gezogen, weil wir das immer zusammen gemacht haben. Und ich war in dieser Energie von, oh mein Gott, das wird, boah, endlich bin ich frei und alles wird wunderbar. Und er war in der Energie von, oh mein Gott, mein Leben ist zu Ende, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und es war echt zum Piepen. Wir haben Karten gezogen und meine Kartenreihe, es waren die großen Arkanen, es waren all die Möglichkeiten, es war nur positiv. Bei ihm waren es auch große Arkanen, aber und ganz viele Karten, die einfach gezeigt haben, er ist am Ende, es geht nichts mehr weiter, es ist alles am Boden zerstört. Und ein paar Monate später, wenn ich jetzt so rückschaue, nach diesem wunderbaren Kartenziehen, war mein Leben ziemlich scheiße. Ich habe mich wieder neu finden müssen. Ich bin lange Zeit allein gewesen. Ich wollte niemanden mehr. Er dagegen, er hat einen neuen Job gefunden. Er hat sofort eine neue Frau gefunden und war dann wieder happy. Ja, so ich habe viel länger gebraucht, um diesen Übergang zu schaffen und für mich was Neues in die Welt zu bringen. So, was haben die Karten damit zu tun gehabt? Ehrlich gesagt, nichts. Sie haben nur wiedergespiegelt, was an diesem Abend für uns beide signifikant war. Für ihn das absolute Nichts, für mich die absolute Wirklichkeit. Nichts davon ist eingetroffen, was die Karten gesagt haben. So, für mich war es absolut klar, ich war in dem Moment in einer Energie, auf die die Karten geantwortet haben. Und das ist das Ding, wie wir unsere Zukunft kreieren. Nämlich die Energie, die wir sind, kreiert unsere Zukunft. Und die Karten, die wir ziehen, spiegeln unsere Energie wider.
Ja? Oder wie viele Leute kennt ihr, die wirklich zum Kartenleger gegangen sind? Ich habe das auch bei mir miterlebt. Ich habe jahrelang bin ich zu irgendeiner Kartenlegerin gegangen und war dann da gesessen und habe ihr zugehört, was sie über mein Schicksal sagt. Und ich habe signifikant gemacht und habe versucht, es zu erfüllen. Oh, der Mann da, das ist dein Seelengefährte. Lass den nicht los. Ihr zwei, ihr gehört zusammen. Was ist passiert? Nur Müll. Ja? Ich habe aufgehört, auf die Prognose der Karten zu vertrauen und habe total begonnen, die Karten als Werkzeug zu sehen, für mich sie zu nutzen, anstatt von ihnen benutzt zu werden. So, und das wollen wir in den rauen Nächten machen. Bitte stellt euch vor, wir sind eine Gruppe von Leuten. Mittlerweile sind wir so knapp 130 oder 140, ich weiß gar nicht genau, die gemeinsam in den rauen Nächten sich treffen und die Karten für das kommende Jahr ziehen. Und was tun diese Karten? Die spiegeln wieder, welche Energie wir sind. Das heißt, wir können klären, was in dem Moment hochkommt, wenn wir die Karten ziehen. Nämlich so, wo haben wir Zweifel? Wo zweifeln wir an uns? Wo haben wir Lügen abgekauft, die uns nicht erlauben, eine Zukunft zu kreieren, die für uns funktioniert? So, das ist es, was wir tun werden in 12 Nächten, in den Nächten, in denen die Schleier dünner sind. Und ehrlich, das ist so. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß einfach, diese Nächte sind was Besonderes. Und wenn es nur deswegen ist, weil seit Jahrtausenden die Leute gewusst haben, dass diese Nächte was Besonderes sind. Das ist die Energie, die dahinter ist. Und für diese 12 Nächte benutze ich mein Lieblingskartendeck, das Druid Craft, weil, gefällt es euch oder nicht, ich liebe die Kelten, ich liebe all das, was damit zusammenhängt, ich liebe die Freiheit, die die Kelten hatten und die Macht, die die Frauen hatten. Und ich liebe die Symbole, ich liebe alles, was dahinter steht. So, ich benutze das Druid Craft für die rauen Nächte. Und so weiß ich jetzt schon, dass das ein Beitrag für mich und für mein nächstes Jahr wird. Und wenn ihr es wählt, für alle, die dabei sind und sich einlassen auf die Karten, auf die Magie der Karten, was nichts anderes ist als die Magie von euch, mit welchem Werkzeug auch immer ihr wählt, die Magie zu sein. So, das ist die Einladung. Es ist bald soweit, ehrlich. Wir haben heute den 15., am 25. fangen wir an mit den Rauhnächten. Das sind noch 10 Tage. Und es weihnachtet schon sehr. Und wie wäre es, wenn dieser Schnee, der jetzt gerade da ist, Weihnachten auch da wäre? Wie viel magischer wäre es noch? Ja, und ich weiß eh, wahrscheinlich kommt wieder so ein Wärmeeinbruch und am 24. grillen wir bei 24 Grad im Garten. Wie die Blanke heute zu mir gesagt hat, so wird es werden. Oder auch nicht. Ja, vielleicht wird es wunderbar weiß und romantisch und verschneit. Und wenn nicht, ist auch wurscht, weil so das Gefühl und der Geist von Weihnachten und von dem, was wir haben wollen, ist eh in uns. Und egal, wie es dann draußen aussieht, wir können die Magie für uns zu Hause sein. So, ich poste dann den Link für die Anmeldung für die Rauhnächte. Und ich weiß genau, es kommen die Richtigen zusammen, die Richtigen, die das so sehen wie ich, die eine Einladung sein wollen für die Zukunft, die wissen, dass sie Zukunft kreieren können, die nicht abhängig sind von Weissagungen, von Karten, von Tarot, von anderen Leuten, von Astrologie, sondern die wirklich wissen. Es ist ein Unterschied zu wissen, dass wir die Schöpfer unserer Realität sind oder zu glauben, dass wir jemanden brauchen, der es für uns tut. So, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Habt noch einen wunderbaren Abend und morgen einen wunderbaren dritten Advent. Und ja, es weihnachtet sehr und sogar mit Schnee. Und was ist sonst noch möglich für uns, um noch mehr Spaß zu haben und noch mehr Freude? See you.